More about gel coat. When the fourth round. Don't you call in the. More importantly, he knew what he was. Der klappt bei mir nicht. Trotzdem einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Löwenrunde hier im Eintrachtstadion an der Hamburger Straße. Wir feiern heute kleines Jubiläum, denn bereits zum fünften Mal empfängt unser Moderator interessante Gäste aus der Fußballlandschaft in Braunschweig. Und hier ist er auch schon. Der Jörg von Torra Braunschweigs, Robin Koppelmann. Ja. Robin, Junge. Ja, danke dir. Danke für diesen herzlichen Empfang, Jörg von Torra. Ich weiß gar nicht, ist das ein Kompliment gewesen? Oder? War als Kompliment gemeint. Ja. Alles klar, bin ich ja beruhigt. Ja, ausverkauftes Haus. Besser kann es nicht sein. Brutal gute Gäste. Flutlichtatmosphäre. Kleines Jubiläum. Ich wollte gerade sagen. Stabiler Abend, oder? Ich denke auch. Fünftes Mal Löwenrunde. Fünf Jahre sollen es hoffentlich mal werden. Kleines Jubiläum. Denke mal, da haben wir es uns verdient, dass wir uns mal richtig adäquate Gäste eingeladen haben, die so ein fünftes Jubiläum auf jeden Fall ausmachen. Freut mich auf jeden Fall, dass das bisher so gut geklappt hat. Freut mich, dass hier so viele Leute im Saal sind. Es ist ja. Doch, man kann wieder sagen, ausverkauft. Ne? Also die zwei Leute, die da vorne fehlen, sagen sind auf Toilette gerade. Genau. Das sind wir nicht so. Alles klar. Ja, wollen wir nicht lange reden, weil der Abend gehört ja gar nicht mal uns, der gehört unseren Gästen. Wir haben drei Gäste, die es wirklich in sich haben heute zur fünften Jubiläumsausgabe. Fangen wir einfach mal der Chronologie an. Der erste Gast ist vielleicht den meisten hier vom Namen noch gar nicht so bekannt, was aber auch nicht schlecht sein muss. Denn Kai-Uwe Rohn hat über Jahre Eintracht in der Organisationsentwicklung maßgeblich begleitet. Kann so schlecht ja nicht gewesen sein. Wir waren schließlich im letzten Jahr in der Bundesliga. Mittlerweile kümmert er sich um den Eintracht e.V. insbesondere, hat über die Bundesliga ein Buch geschrieben und ist Mitinitiator des Wortmuseums. Wir sind gespannt, was er uns deswegen heute zu sagen hat. Er scheint vom Fach zu sein. Kai-Uwe Rohn, komm auf die Bühne. Geh einfach durch. Genau, der Tobi freut sich auch noch über eine Begrüßung. Geh einfach durch. Genau, danke dir. Ja, kommen wir zur Praxis. Wir haben die beiden Gäste hier heute hier, zwei Personen hier, die jeder im Saal kennt. Da muss ich nicht lange um heißen Brei rumreden. Besonders stolz bin ich aber natürlich, dass wir den ersten Gast hier haben, weil als Thorsten Lieberknecht 2008 bei Eintracht als Trainer übernahm, war er recht schnell direkt an seiner Seite und seitdem hat sich daran nichts geändert und so soll es bleiben. Nichtsdestotrotz gibt er selten Interviews und deswegen sind wir froh, dass er heute hier ist. Darius Scholtisek, unser Co-Trainer. Jawohl, stell dich daneben, wir reihen uns langsam auf, klasse. Ja, und dann wollen wir die Leute jetzt hier auch nicht länger auf die Folter spannen, weil ein Gast fehlt noch, über ihn müssen wir auch nicht viel erzählen, außer, die Zeit sei mir erlaubt, eine kleine persönliche Anekdote, weil als er das erste Mal im Eintrachtstadion mit dem Löwen auf der Brust auflief, das war ein Pokalspiel gegen Kaiserslautern ausgerechnet, da war ich noch klein und saß im Block 13, das sagt einiges darüber aus, wie viele Jahre Thorsten Lieberknecht hier schon tätig ist. Mittlerweile habe ich ihn kennengelernt als jemand, der auf jeden Fall nicht nur von Eintracht Ahnung hat, sondern auch von der englischen Premier League. Das macht ihn noch sympathischer. Komm auf die Bühne, Thorsten Lieberknecht. Ja, fangen wir direkt vielleicht mit dem Sportlichen an. Es ist ja nur nicht lange her, da haben wir ein letztes Spiel unserer Eintracht erlebt in Ingolstadt. Am letzten Sonntag gab es beim Tabellenführer eine Niederlage, 0:1. Sicherlich unglücklich, wenn man bedenkt, nicht zuletzt, wie das 0:1 gefallen ist. Leider Gottes aber wieder eine Auswärtsniederlage, von denen wir nun schon viel zu viel in dieser Saison im Grunde gesehen haben. Kai-Uwe Rohn, du bist ja nicht nur Berater oder Strategieberater der Eintracht gewesen und immer noch aktiv, sondern sicherlich auch Fan. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, als Fan habe ich die Highlights mir angeguckt hinterher, weil ich einen privaten Termin hatte und das kommt ja auch immer mal wieder vor. Da kann ich jetzt, ich kann vom Sportlichen her wirklich da nichts dazu sagen. In der Gesamtsituation braucht man solche Entwicklungsspiele und mal gewinnt man das, mal verliert man das. Ob man jetzt das als Serie sieht, ob man das als Krise sieht, ist mir eigentlich völlig egal, weil ich vielleicht da auch der Bezug zur Strategieentwicklung, ich sehe das immer längerfristig und was im Hintergrund passiert an anderen Stellen, ja, ich würde das nicht überbewerten. Zweifellos steht ja auch außer Frage, dass die Mannschaft es kann, deswegen ist der Begriff Krise auch völlig deplatziert in meinen Augen. Wir sehen ja bei den Heimspielen, dass ja durchaus da halt auch Potenzial für solide und auch absolut überzeugende Leistungen sind. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, warum es auswärts nicht klappt. Thorsten, jetzt haben wir dich hier, du bist der Cheftrainer. Was ist unser Auswärtsproblem? Liegt es am Bussi oder woran müssen wir auswärts arbeiten? Nee, Bussi hat auch schon alles gegeben. Er hat den Stau gefunden, er hat dann den Stau eben nicht gefunden. Jedes Mal, wenn er den Stau gefunden hat, hat man die Spiele gewonnen. Aber an ihm liegt es mit Sicherheit nicht, ja, dass wir meines Erachtens keine Auswärtsschwäche haben. Ja. Wir haben die kleine Problematik, dass wir eben auswärts momentan keine Punkte holen. Aber ich sehe die Spiele schon ein bisschen differenzierter. Ich sehe die Spiele so, dass wir durchaus diese Spiele phasenweise auf Augenhöhe bestreiten, Möglichkeiten haben, wie in Ingolstadt eben halt auch in Führung zu gehen. Wir haben die beiden hochkarätigen Chancen in der ersten Halbzeit gehabt, haben defensiv das meines Erachtens gut gemacht, aber es sind eben halt nur Phasen. Und uns gelingt es dann in diesen entscheidenden Phasen eines Spiels nicht, dass wir die Null halten, ja, oder dass wir eben auch dann diese Möglichkeiten, die da sind, ja, außer in St. Pauli, da waren es maximal zwei Chancen, ja. Aber in den Spielen zuvor haben wir immer Torchancen uns auch herausgespielt, diese eben nicht zu machen. Und das ist kein Problem meines Erachtens, sondern das ist eine Situation, die sich mit Sicherheit bewältigen lässt und wir arbeiten daran, aber sie erschüttert mich jetzt nicht und wie gesagt, ich spreche nicht von der Auswärtsschwäche, weil dazu einfach die Spiele oftmals auch ausgeglichen sind, meines Erachtens. Stichwort bewältigen, Darius Scholtysek ist als Co-Trainer ja durchaus auch für die sportlichen Belange mitverantwortlich. Wie könnte man so eine Nicht-Schwäche, aber so eine Niederlagenserie denn abbrechen, wie könnte man sie bewältigen? Ganz einfach, mit einem Sieg. Ja. Muss sich der Moderator dann auch mal selber stellen, doofe Frage, naheliegende Antwort. Wie können wir diesen Sieg denn erreichen? Fragen wir mal andersrum. Ich kann dem Thorsten absolut zustimmen. In seiner Aussage ist halt eben so, dass wir uns da sehr hart erarbeiten müssen. Die Spiele sind, was Leistung angeht, absolut auf Augenhöhe mit dem Gegner. Und uns gelingt halt eben nicht, über 90 Minuten halt eben vielleicht nichts zuzulassen. Es passiert schon mal halt eben gerade so, wo die zweite Liga enorm ausgeglichen ist. Gegner hat 1 bis 2 Torchancen, genauso wie wir. Und ja, leider Gottes fallen die Tore in unser Tor oder unser Netz und dann ja, verlieren wir die Spiele. Ist es denn so, dass in der zweiten Liga Auswärtsspiele vielleicht doch einen etwas anderen Charakter haben als in der ersten Liga? Also dass viele natürlich noch im Hintergrund haben, so ein trister Sonntag in Ingolstadt ist ein bisschen was anderes als ein sonniger Sonntag im Westfalenstadion oder spielt das gar keine Rolle? Null. Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil Fakt ist einfach, dass du, wenn du nah an der Mannschaft dran bist, das erkennst, dass die Mannschaft wirklich mehr als gewillt ist vor dem Spiel schon. Und die Stimmung in der Kabine immer so ist, dass da eine Mannschaft auf den Platz geht, die unbedingt dieses Spiel gewinnen möchte. Ja. Also das ist vollkommen unabhängig davon, ob du jetzt in Aue, in Ingolstadt oder dann in Dortmund, in Westfalenstadt oder woanders da spielst. Das spielt bei uns keine Rolle, ja, weil das auch dieser Charakter der Mannschaft entspricht, sich auf jede Begebenheit, auf jedes Stadion sich einzulassen. Ja. Aber ich habe es schon erwähnt, ja, wir haben immer dieses Spiel auf Augenhöhe. Es gibt Momente, ja, wo man Ideen hat, auch als Trainer, wie zum Beispiel in Kaiserslautern, die meines Erachtens heute noch taktisch absolut richtig war, so zu agieren dort. Ja. Wir hatten alles auf dem silbernen Tablett ja, serviert bekommen mit dem 1-0. Aber dann ist die Frage, ja, hat man im Gefühl, dass man eben, wenn man sich nur aufs Verteidigen dann konzentriert, das auch gnadenlos durchzuziehen, ist das das Naturell der Mannschaft. Und da muss man halt auch dann erkennen, dass man dann im Nachhinein vielleicht gesagt hat, es gibt einen anderen Weg, eventuell Punkte zu holen in Kaiserslautern. Meines Erachtens war er taktisch richtig, aber ist es auch
das Naturell der Mannschaft. Und da gibt es halt Momente, wo auch ich dann eine Teilschuld mitnehme, ja. Aber ich nehme keine Schuld dann auf mich, wenn man die einfachen Fehler sieht. Ja? Also wir lassen ja Tore zu, die in der Entstehung, gerade auswärts am Anfang, die in der Entstehung sehr, sehr billig sind, ja, und auch leicht zu erklären sind. Ich hätte ein großes Problem, wenn wir eben permanent komplexe Szenen hätten, die ich versuchen müsste, stundenlang zu analysieren und der Mannschaft zu sagen, was sie denn alles falsch machen. Das ist eben nicht. Also das sind die Punkte, wo wir arbeiten und wirklich sehr, sehr intensiv arbeiten und die Mannschaft auch arbeitet. Und ich bin schon der Meinung, dass wir, wenn man die Torchancen oder das Verhältnis der Torchancen sieht, dass man schon erkennen kann, dass es meistens im Spiel pari-pari wirkt. Kann man ja direkt einhaken. Wie lange dauert so eine Spielvorbereitung? Wäre jetzt eigentlich erst ein bisschen später ein Stichwort gewesen, aber kann man jetzt vielleicht direkt anbringen. Ne? Also was ist so eine, jetzt hast du das gute Schlagwort geliefert, was ist so eine Spielvorbereitung? Wie lange dauert das bei euch? Eine ganze Woche. Ganze Woche? Ja. Ja, es ist letztendlich mit dem Spiel, ja, gehst du in die Spielanalyse des vergangenen Spiels und beschäftigst dich dann, wenn du das abgehakt hast, direkt mit dem nächsten Gegner. Ja? Und das ist Scholdi weiß das, aus vielen unzähligen Sitzungen von mir belästigt zu werden, doch alles nochmal zu überdenken und dann doch viermal zu Hause anrufen, dass es doch jetzt wieder doch 4 Stunden später wird, dass wir uns wirklich sehr, sehr intensiv dann auch mit dem Gegner beschäftigen. Und das geht eine Woche, ja, bis wir sagen, okay, das ist eigentlich das Thema, dass wir taktisch so rangehen wollen und dann sind wir spätestens donnerstags, ja, haben wir den Plan für uns in der Tasche, aber trotzdem bist du bis einen Tag vom Spiel immer noch beschäftigt. Und wir gehen sehr, sehr intensiv immer auch mit dem Gegner um. Es ist, glaube ich, schon so, dass wir sagen können, in den ganzen Jahren jetzt hier, ja, dass wir die Mannschaft ja, schon fast perfekt auf den Gegner einstellen, aber da auch immer die Balance drin steckt, wie viel Infos gibst du vielleicht zu viel mit und was soll das eigene Spiel prägen. Ja, aber da ist auch ein Lernprozess immer noch dahinter, weil sich die Mannschaft auch entwickelt, beziehungsweise neue Spieler da sind, die eben halt auch anderes gewohnt sind. Mhm. Kommen wir vielleicht natürlich auf jeden Fall nachher noch dazu, ne, zum Umbruch in kleinerer Form, größerer Form, der sich jetzt auch nach dem Abstieg vollzogen hat. Trotzdem muss ich dann doch nochmal auch nachfragen, interessiert mich jetzt, Darius Scholdisek, was war denn der späteste Zeitpunkt, wann ich Thorsten Lieberknecht mal angerufen hat, weil ihm noch eine super Idee fürs nächste Spiel gekommen ist? Also die Ideen, die sind ja, was der Thorsten gerade gesagt hat, von Anfang an eigentlich nach dem Spiel beginnt er eigentlich schon mal die nächste Vorbereitung auf das kommende Spiel. Und man schaut sich mal Ausschnitte vom Gegner, man schaut sich die ganzen Spiele vom Gegner, man nicht nur das letzte Spiel, sondern vielleicht mal das vorletzte oder das drittletzte. Man versucht da irgendwas rauszubekommen, was den Gegner, die Stärken, Schwächen des Gegners sind. Und wie wir halt eben dadurch dagegen agieren können, müssen, sollen. Und das begleitet uns eigentlich die ganze Woche. Da sind halt eben dementsprechende Trainingseinheiten, die man dann so steuert, dass die Spieler vorbereitet sind auf diese Begegnung. Und wie gesagt, letztendlich dann zum Schluss erfolgt die Vorbereitung von Thorsten an die Mannschaft und dann gehen die Spieler raus. Und wir erhoffen uns einfach mal, dass die gesamte Woche, die gesamte Arbeit einfach umgesetzt wird und dass wir halt eben die Spiele erfolgreich bestreiten. Bleibt denn? Zu deiner Frage, die du eigentlich dem Scholdi gestellt hast, die er perfekt beantwortet hat. es war damals beim Aufstiegsspiel in Ingolstadt, morgens um 4 Uhr habe ich gesagt, Dami macht einen rein, habe ich einen Anruf morgens. Kai, du wolltest was dazu direkt einstreuen. Ja, das passt so dazu, weil ich selber verblüfft war durch bestimmte Zusammenarbeiten, dass man dann so mitkriegt, wie hinter den Kulissen gearbeitet wird, vor allem wirklich, wie akribisch gearbeitet wird. Und ich wünsche mir schon, irgendwann nochmal an so einer taktischen Nachbesprechung mit Thorsten dabei zu sein, weil da gibt es so Geschichten, dass er so nach 3, 3,5 Stunden, dann ruft er auch mal seine Frau an und sagt, du, es kann noch ein bisschen dauern, Simone. Und dann wird es alles ein bisschen später. Also ich glaube, dass da wirklich, das ist schon verblüffend, wie akribisch auf bestimmte Sachen geachtet werden. Und der normale Fan, der irgendwo rausgeht und schönen Fußball sieht, erkennt gar nicht die ganze Struktur, die letztendlich dahinter steckt.
zweifellos. Nichtsdestotrotz kann es auch gut sein, dass du dich jetzt, also kann es auch gut sein, weil du dich jetzt eingebracht hast. Du bist ja nun auch für Kommunikation in Beratungszwängen. Das ist nicht unbedingt nur beeintragt, aber so grundsätzlich zuständig. Nicht zuletzt nach der Pauli-Niederlage, bei der sich ja Thorsten dann doch sehr stark vor die Mannschaft gestellt hat und gesagt hat, dass das ein gutes Spiel war und dass wir den Gegner beherrscht hätten. In weiten Teilen, so stand zumindest im Kicker drin, gab es ja im Umfeld, wenn man mal die Foren liest und so weiter, auch durchaus Fans, die da so der starken Meinung waren, das war überhaupt nicht so. War das eine glückliche Aussage, dass das so getroffen wurde, oder traf das zu? In den Situationen muss man immer gucken, wie reagiere ich darauf. Und es ist natürlich so, dass ein Trainer mit der Verantwortung für die Mannschaft, der muss selber erstmal sorgen, dass das Ganze in ruhiges Fahrwasser kommt. Das heißt, ich werde die Mannschaft unterstützen, ich werde ihr das Vertrauen geben, die sind da, mit denen wird gearbeitet und das ist auch gut. Ich muss auch zulassen, dass es Kritik gibt, die kann ich wahrnehmen und die muss man auch berechtigt finden. Ob das nun alles stimmt, stichhaltig, was dann jemand sagt, das ist was anderes. Aber in der Kommunikation würde ich sagen, nicht alles von mir weisen, das ist nicht richtig, aber auch, und das sehe ich bei Thorsten so, dass er immer einen eigenen Standpunkt hat für seine These und das auch belegen kann. Hat er das richtig charakterisiert? Ja, durchaus. Mir ist es gar nicht so bewusst gewesen, dass St. Pauli solche Wellen geschlagen hat, ja, weil ich mich eben in Foren und solchen Dingen nicht rumtreibe. Aber es gibt für mich Parameter einfach, um zu Aussagen zu kommen. Ja. Wir wissen es selbst und ich habe auch, wenn man jetzt speziell St. Pauli nimmt, gesagt, ja, dass wir, was das Offensivspiel angeht, mit Sicherheit eins unserer schwächeren Spiele gemacht haben, weil wir wenige Torchancen uns erspielt haben. Aber dann gibt es auch den Parameter, was gebe ich der Mannschaft mit vor dem Spiel und mit welcher Bereitschaft spielt sie das Spiel. Ja? Man sieht dann nur das Ergebnis, das ist das eine, das enttäuscht, das ist auch die Emotion dann, die mit reinschwingt. Aber ich sehe halt auch den Parameter, dass die Mannschaft wirklich bereit war, Zweikampfbereitschaft zu zeigen, Laufbereitschaft zu zeigen, aber auch, wenn man dann die Statistiken sich bemüht, sieht, dass die Mannschaft den Gegner phasenweise, und wenn man wirklich auch dann mal dieses Spiel in Ruhe analysiert, merkt man, dass der Gegner eigentlich ganz, ganz wenige Male vor unserem Tor war, dass wir den Gegner oft in seiner eigenen Hälfte beschäftigt haben, aber nicht mit dieser Konsequenz. Und das war die Kritik, aber die andere Wahrnehmung ist einfach, dass wir dieses Spiel im Großen und Ganzen beherrscht hatten und dass wir dieses Spiel mit dieser Bereitschaft auch gespielt haben, die vonnöten war. Und deswegen stehe ich zu dieser Aussage, ja, und das sind meine Parameter. Emotional trifft die natürlich viele, weil du eben nur siehst, ja, und das ist ja nicht so, dass wir dann auch sagen, trotzdem war es super, dass wir hier eins verloren haben, sondern wir sagen dann auch, scheiß Fahrt, gegen diese Mannschaft musst du einfach punkten. Und das war sofort auch das Gefühl, weil St. Pauli... 2 U23-Spieler... Ja, das ist ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Okay. Das ist ja dann, das nimmt man ja gerne noch mit dazu, um diese Niederlage noch höher aufzuwerten. Ja? Da bin ich immer ganz vorsichtig, was das angeht. Ja? Weil es gibt da schon so eine gewisse Psychologie dann im Spiel, die passieren kann. Das dazugenommen, ja, aber grundsätzlich St. Pauli war bis dato der schwächste Gegner in der zweiten Liga, mit Abstand der schwächste Gegner in der zweiten Liga. Und uns, und das ist dann der große Ärger, uns gelang es nicht mal einen Punkt mitzunehmen. Und da waren wir schon verärgert, ja, aber trotzdem gibt es Parameter, die ich sage, die waren in Ordnung. Und wenn einer eine Frage stellt, dann bekommt er auch eine Antwort und die war dementsprechend so. Und ich kann dich auch beruhigen, nicht nur, weil du jetzt in die Foren nicht reingeschaut hast, da wird ja sowieso auch viel geschrieben, was ganz gefährliches Halbwissen ist. Wir haben uns im Vorfeld mal umgehört, genauer gesagt hat das Tobi Flammern gemacht, der war beim Heimspiel gegen Sandhausen unterwegs, wie er das immer bei Löwenrunden macht, und hat sich dann mal umgehört, was eigentlich die Eintracht-Fans über unsere Gäste heute so denken und über die aktuelle sportliche Lage. Und ohne viel vorwegnehmen zu wollen, es ist lange nicht das, was in den Foren geschrieben wird, sondern auch viel, viel Positives. Ich würde mal sagen, Film ab. Herzlich willkommen zur Löwenrunde nachgefragt, der 5. Teil. Mein Name ist Tobin Flammern. Nach einem Jahr in der 1. Bundesliga befinden wir uns nun im Alltag der 2. Bundesliga, hier beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen in der Höhle des Löwen. Und was die Leute rund ums Stadion denken und fühlen, das werden wir jetzt herausfinden. Unser Studiogast Kai-Uwe Rohn mit Malte Schumacher haben ja ein wunderschönes Buch über die 1. Liga geschrieben. Es heißt
für die erste Liga BTSV und dort werden Eindrücke geschildert, die die beiden in der ersten Liga erlebt haben. Und somit kommen wir nun zu euch. Wie fandet ihr denn die Erstligasaison? Eigentlich ganz gut. Naja, schade, dass wir nicht in der ersten Liga geblieben sind, aber manche Spiele waren echt gut. Okay. Ja, also ich finde es halt auch schade, dass wir abgestiegen sind, aber einmal Löwe, immer Löwe. Es war sehr atemberaubend, einfach mal so die ganzen Stadien in der ersten Liga gesehen zu haben und dann auch noch unsere blau-gelben Fahnen noch obendrauf und unsere Fangesänge. Man sagt ja, als wir abgestiegen sind, dass wirklich jeder in Deutschland bedauert, dass Eintracht Braunschweig aus der ersten Liga verschwinden musste, auch wenn es nicht 28 Jahre lang wieder dauern wird bis zum Wiederaufstieg. Im Grunde genommen eigentlich so, dass es so ein bisschen zu früh gekommen ist mit dem Aufstieg. Also ich finde die zweite Liga besser, weil da kriegt man auch mehr irgendwie Emotionen oder so und da sind auch viele Erfolgsfans weg und... Wisst ihr, wer der Co-Trainer von Eintracht Braunschweig ist? Scholtesig? Sagst du? Markus Scholtesig. Ja, Darius Scholtesig. Darius Scholtesig. Wollt? Scheiße. Darius Scholtesig. 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 Das ist unsere Stammkunde im Bauhaus, ne? Wie stellt ihr euch das vor? Wie ist die Zusammenarbeit mit Thorsten Lieberknecht? Also bestimmt gut, da sie auch vieles zusammen machen müssen in der Mannschaft. Also, ja, weiß ich nicht. Also Thorsten Lieberknecht ist ja schon so ein total toller Trainer und ich glaube, die beiden verstehen sich auch total gut. Die wird genauso sein wie seit dem 11. Mai 2008. Hervorragend, egal ob wir jetzt mal so ein kleines Formtief haben oder nicht, wir werden uns auch wieder fangen. Also ich denke mal, die Zusammenarbeit wird einfach einzig und allein kooperativ sein. Anders geht es, glaube ich, nicht im Rahmen eines Trainerteams. Die Aufgabenteilung wird entsprechend gesteckt sein. Jeder hat seinen bestimmten Bereich, für den er erstmal im Bereich auch des Trainings verantwortlich ist. Nur unterm Strich in der Verantwortung ist und bleibt natürlich der Cheftrainer. Und wenn es nicht läuft, ist er derjenige, der den Unmut der Massen eben halt aushalten muss. Auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass er halt die Zusammenarbeit, er macht ja auch viel in der zweiten Mannschaft, ist er auch unterwegs, beobachtet die Spieler auch. Also arbeitmäßig mit Thorsten, denke ich mal auch, also top. Darius Scholtesig habe ich schon mal mit Thorsten habe ich schon mal in der Stadt gesehen. Also wir waren auch viel privat miteinander, unternehmen auch viel. Also das ist schon klasse. Nicht immer einfach, auf jeden Fall, denke ich mal. Nicht immer einfach, weil Thorsten ist, denke ich mal, hat seinen Kopf, versucht ihn durchzusetzen. Ich sage mal, er hat es nicht einfach. Und was denkt ihr so, was muss Darius Scholtesig so in seinem Arbeitsalltag machen? Er braucht eine gute Taktik, die auch funktioniert. Also ich denke mal, er hat sehr viel auch mit der Taktik zu tun. Wirkt sehr viel auf die Spieler ein. Ist auf jeden Fall der verlängerte Arm von Thorsten Lieberknecht. Und ich denke mal, auch menschlich für die Mannschaft extrem wichtig. Und ich denke, das ist einfach auch eine Teamarbeit und das ist gar nicht unbedingt nur beschränkt auf den Cheftrainer sozusagen. Von daher habe ich auch von der Arbeit von Darius Scholtesig großen Respekt. Schatz. Ich habe die letzte Frage. Den Trainer unterstützen, Tipps geben, was man besser machen könnte. Wenn ihr mit drei Worten Thorsten Lieberknecht beschreiben könnt, wie würdet ihr das tun? Mit welchen drei Worten? Also cool, emotionsvoll und halt guter Trainer. Kann ich ganz schnell sagen, jung, dynamisch und effektiv. Emotional. Er lebt für den Verein. Legende. Kumpeltyp, Legende, Fußballgott. So, Thorsten Lieberknecht bewertet die bisherige Saison ja noch recht positiv. Wie seid ihr zufrieden mit der bisherigen Saison? Also man könnte vieles besser machen auf jeden Fall, wie zum Beispiel Kilifi bringen oder so. Und wenn die jetzt ein gutes Spiel machen würden und nicht ständig die Aufstellung umpurbeln, sondern sie einfach mal so lassen und gucken, wie es dann weiterläuft. Okay. Ja, also halt Kilifi bringen. Und ja, der Sieg letztes Mal war halt gut. Die Niederlage gegen Pauli war nicht schlimm, aber heute werden wir wahrscheinlich hoffentlich wieder gewinnen. Es ist eine sehr durchwachsene Saison, liegt aber auch vielleicht daran, ich möchte nicht beschönigen, aber wir haben ein verdammt schweres Auftaktprogramm gehabt in Düsseldorf, in Lautern, in Leipzig. Da kann man mal durchaus die ein oder anderen Punkte lassen. Die sollte man Thorsten auch nicht übel nehmen als Trainer. Ich bin überrascht, dass sie doch so, dass sie es so schwer haben. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass wir oben mitmischen. Ja, also um nochmal auf den Vergleich mit dem Wasser drauf zu kommen, es ist auf jeden Fall ein stilles Wasser momentan.
wie gesagt, also bis jetzt die Heimspiele okay, die Auswärtsspiele waren nicht so toll, das muss sich noch ändern. Meine persönliche Erwartung war auch nicht, dass sie gleich wieder unter die ersten zwei kommen. Ich bin davon ausgegangen, dass es schwierig wird oder gehe davon aus, dass es weiterhin schwierig wird. Und bisher, muss ich sagen, waren auch vor allem Top-Teams, die gegen uns gespielt haben. Und da kann man auch mal Punkte lassen. So. Für Thorsten Lieberknecht ist das Glas halb voll, für uns auch. Ja, danke an Tobin Flammann für diesen wie immer sehr unterhaltsamen Beitrag und natürlich auch die Fans, die sich bereit erklärt haben, da mitzumachen. Ist aber natürlich die direkte Überleitung. Das Glas halb voll, halb leer ist ja so ein beliebter Vergleich. Wie würdest du es nach den erstgespielten Spieltagen einschätzen, Thorsten? Ist das Glas noch immer halb voll oder halb leer? Wie sieht es aus? Ja, es ist immer noch halb voll und wir bemühen uns, dass es eben nach oben hin voller wird. Es ist faktisch so, dass wir vor der Saison alle, auch das war die Aussage des Vereins und auch die der Anspruch an mich, dass wir dieses Jahr eben nach diesem Abstieg eine stabile Saison spielen wollen. Und in diesem Wort stabil, ja, schwingt auch gleich mit, dass man durchaus auch die eine oder andere Erschütterung wahrscheinlich miterleben kann. So, und es ist jetzt in dieser Anfangsphase eben so, dass wir die Spiele nüchtern gesehen auf Augenhöhe bestreiten, dass wir durchaus ja, ein Auftaktprogramm hatten mit Gegnern, bei denen ich trotzdem den Anspruch habe, zu gewinnen und zu punkten. Trotzdem Gegner hatten, die eben halt auch eine gute Saison momentan spielen. Wenn ich zum Beispiel mal die letzte Saison, jetzt nur mal Vergleich, 9. Spieltag, der SC Paderborn war mit 9 Punkten, 10-18 Toren auf dem 16. Tabellenplatz. Was dann passiert ist, wissen wir alle. Und Union Berlin war mit 17 Punkten auf dem 3. Tabellenplatz, ja. Also es ist noch eine junge Saison, es ist eine Saison, die zeigt, dass wir keine Plattitüden raushauen, ist sowieso nicht, dass ich gesagt habe, ja, wir haben eine Mannschaft, die sich entwickeln kann, das ist eine Mannschaft, die einen sanften Umbruch bestreiten soll und eine Mannschaft, die trotzdem eins mitbringt, nämlich einen großen Willen, diesen Umbruch auch für diesen Verein mit Leidenschaft zu bewältigen. Und dazu gehört jeder Spieler. Deswegen ist es für mich halb voll, weil ich eine Entwicklung sehe, auch bei negativen Ergebnissen. Genau, da kann man... Kann man sicherlich klatschen, weil das steht ja auch außer Frage, dass natürlich ein Umbruchsjahr mit auch Rückschlägen behaftet ist, aus denen man ja entsprechend auch lernen kann. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass jetzt die zweite Liga ja auch eine andere Liga ist, was das Sportliche anbelangt. Und damit meine ich nicht nur die Qualität, sondern die gesamte Art und Weise, wie an die Spiele rangegangen werden. Es ist ja nochmal eine ganz andere Art, wie solche Spiele bestritten werden. Ist das vielleicht auch so eine mentale Sache oder wie ist die zweite Liga zu charakterisieren, Darius Scholtysek? Ist das vielleicht ein Unterschied, ob ein Spieler in der zweiten Liga spielt oder wie muss man sich darauf einlassen, dass man jetzt auch sportlich auf andere Gegner trifft? Wie anfangs gesagt von mir, die zweite Liga ist dieses Jahr recht ausgeglichen, wenn man sich die Tabellensituation anschaut. Der Erste hat nicht so viele Punkte, dass man sagen kann, okay, da kommen wir nicht mehr dran. Auch der Letzte ist auch immer noch in der Lage, halt eben einen guten Tabellenplatz zu belegen. Was diese mentale Stärke angeht, der Mannschaft, ist natürlich letztes Jahr was passiert, dass wir in der Bundesliga gespielt haben, dass wir neue Erfahrungen gesammelt haben. Nicht nur die Spieler, sondern auch Trainerteam, auch Fans und alle Leute, die halt eben mit dem ganzen Verein was zu tun haben. Da hat irgendwie eine Entwicklung stattgefunden und jetzt auf einmal am Ende der Saison waren wir natürlich sehr enttäuscht, dass wir wieder abgestiegen sind und spielen wir jetzt in der zweiten Liga und dann in der Situation muss man sich halt eben mal berappeln und sagen, Jungs, pass auf, wir fangen wieder von vorne an. Wir sind jetzt in der zweiten Liga und versuchen mal halt eben das, was wir können, dass wir uns steigern können, wissen wir ja. Da versuchen wir in diese Richtung halt immer zu gehen und Punkte zu holen. Ist ja auch nur logisch, du hast es angesprochen, Spieler, die auch schon sehr lange im Verein sind, zum Teil auch mit euch einen ganz langen Weg mitbestritten haben. Da ist es ja nur logisch, dass natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen Abnutzungserscheinung, das klingt so negativ, aber doch eine gewisse Routine reinkommt. Kai-Uwe Rohn, du machst das ja nicht nur bei Fußballvereinen, sondern auch durchaus bei Wirtschaftsunternehmen. Wie kann man sowas verhindern, dass eine Art Routine
in einen langjährigen Betrieb reinkommt, wenn halt die gleichen Personen immer wieder miteinander arbeiten, sich im Grunde auswendig kennen und halt natürlich nach einer gewissen Zeit auch schon viel miteinander erlebt haben und deswegen vielleicht schwer zu motivieren sind. Wie kann man damit umgehen? Ja, da nehme ich eigentlich eher immer den Transfer vom Sport in die Unternehmen, weil das, was in der Woche geschieht, ist ja extrem wichtig. Und irgendwann bin ich mal hier vorbeigefahren in der Woche und war ich sehr überrascht, weil auf Kleinfeldern gespielt wurde. Neben den Toren stand immer noch irgendwie einer, der Bälle zurückgespielt hat, also so wie so ein Flipper eigentlich. Und thematisch ging es, glaube ich, darum, dass man einfach schneller spielt, ne? Und dass man mehr reagieren muss, schneller reagieren muss. So habe ich es interpretiert. Das Trainerteam verdreht die Augen. Und ich glaube, dass der Trainerjob ist ja nicht nur, dass man sich hinstellt, so ihr Elf spielt jetzt und ihr spielt alle nach vorne oder alle zurück. Sondern, dass man gerade in der Woche immer wieder Impulse setzt, dass man auch verschiedene Formate macht. Wo kommt denn die Motivation letztendlich her? Die kommt eigentlich daher, dass man bestimmte Ziele erreicht. Und so wird, denke ich, auch das Funktionsteam insgesamt immer wieder Ziele haben, auch für die Spiele. Und ja, die muss man irgendwo erreichen. Also ich glaube, diese Mischung, immer wieder etwas anzubieten, insgesamt eine Konstanz zu haben und nicht so wackelig wie vielleicht irgendwie, sagen wir, der Journalist, der so von Tag zu Tag schreiben muss, sondern den eigenen Weg, die eigene Position, den Jungs Stärke geben. Ich glaube, dass es für die Motivation ganz wichtig ist, dass die eigene mentale Stärke wieder auf den Platz kommt. Also, dass die Jungs, die rausgehen, dass die wissen, wir können auch jeden schlagen. Also, wir sehen das von den Punkten. Jeder kann eigentlich jeden schlagen, würde ich so auch sagen. Und das müssen die verkörpern. Das heißt, die müssen mit geradem Rücken, sowas wird man denen auch sagen, die müssen mit geradem Rücken rausgehen und Selbstvertrauen haben. Und wenn ich in der Woche dann als Trainer denen die Beine weghaue, dann ist das natürlich nicht da. Welche Rolle spielt Psychologie für euch? Also im Trainingsalltag, ist es das wirklich so, dass ihr da versucht, Impulse reinzubringen? Und wenn ja, was für welche sind das? Gerade um jetzt die neue Situation, den Neuanfang wieder schmackhaft zu machen, attraktiv zu machen, sich wieder zu motivieren, jetzt erst recht wieder gestärkt daraus hervorzugehen, dass man halt jetzt wieder in der zweiten Liga ist? Die zweite Liga ist für uns auch eine Liga, die eben ihren Reiz hat, einen großen Reiz. Wir sind 2011 in die zweite Liga aufgestiegen. Ja, also wir dürfen nicht den Anspruch haben, zu sagen, wir sind was ganz, ganz Großes. Ja, wir entwickeln uns zu etwas, was mit Sicherheit noch nicht absehbar ist, aber was ich schon damals gefühlt hatte, als ich im kleinen Theater war und habe bei der Jazzkantine damals gesagt, ich träume mal davon, mit der Eintracht in die erste Liga aufzusteigen. Ich habe noch einen ganz anderen Traum, ja, den sage ich jetzt heute nicht, aber ich glaube, dass er in Erfüllung gehen wird. Aber das Thema Routine und lange Zusammenarbeit, da ist schon was dran, ja, dass das ein Punkt ist, den wir dieses Jahr auch schon in der Vorbereitung verändert hatten. Ja, weil ich schon auch wusste, immer dieses und täglich grüßtes Murmeltier in der Vorbereitung, jetzt fahren wir dorthin, jetzt treffe ich wieder dieselben Gesichter irgendwo im Trainingslager, wo ist er, der seine 10 Minuten wieder braucht, da hinten, wink mal, du weißt ganz genau, wen ich meine, 10 Minuten an der Theke, ja, und täglich grüßtes Murmeltier, das wollen wir eben verändern, ja, weil es viele Dinge gibt, ja, im Verein, die uns jetzt in den letzten Jahren, wir waren sehr erfolgreich, ja, immer wieder halt auch begegnen und die ein Stück weit halt auch müde machen können. Und wir sind dem entgegen gesteuert, dass wir gesagt haben, dieses Jahr in der Vorbereitung eben mal eine andere Vorbereitung zu spielen, um die Jungs aus dem Trott zu bringen, ja, dass wir vermehrt mehr Spiele gemacht haben, dieses Spiele-Trainingslager in Österreich zum Beispiel, ja, eine ganz andere Vorbereitung auch zu wählen. Auch sehr fanfreundlich, dass man viele Sportplätze gesehen hat. Zum Beispiel, aber solche Dinge eben halt anzutreiben, dass man eben genau diese Routine verliert. Und bei uns ist es so, dass wir uns, was die Trainingsarbeit angeht, ja, wer bei uns da ist, du erkennst hoffentlich einen roten Faden, also wir erkennen ihn zumindest, dass es so ist, dass wir uns immer versuchen, Dinge auszudenken, die die Spieler eben halt auch immer wieder neu motivieren bzw. zum Denken bringen. Ja? Und bei uns ist es eben halt auch so, und das erklärt dann manchmal vielleicht auch ein bisschen die eine oder andere Umstellung, dass ich bei mir, seit ich hier bin, und das ist auch meine Art als Trainer, die Trainingswoche dazu da ist, sich eben halt auch zu präsentieren und zu zeigen. Ja? Und das hatte ich früher immer
nicht gemocht an meinen Trainern oder an manchen Trainern, dass du trainieren konntest wie ein Büffel, aber hast nie die Chance bekommen. Bei mir hat jeder die Chance. Und das ist Anreiz genug, eben keine Routine reinzubekommen, sondern jeder muss wissen, er sollte auf dem Sprung sein am Wochenende. Und wir haben ja auch keinen Grandplatz. Ich erinnere mich, als du nach Braunschweig gekommen bist, gab es so eine Anekdote, dass du in Saarbrücken, glaube ich, warst, über den Grandplatz Ehrenrunden drehen durftest oder sowas. Das haben wir hier auch nicht. Also das ist ja hier. Ja, aber das spielt eine große Rolle bei mir, ja, solche Dinge erlebt zu haben. Ja. Wenn du bei 40 Grad über einen Hartplatz laufen musst und die anderen trainieren drüben auf dem Rasenplatz und du weißt nicht so richtig warum, sagst aber dem fast 60-jährigen Trainer, dass es eigentlich doof ist für ihn, mit mir jetzt auf dem Hartplatz zu sein. Wir gehen lieber jetzt irgendwo hin, einen Kaffee trinken und gehen eine Runde laufen, bringt ihm auch viel mehr, weil er eigentlich nur genötigt wird von seinem Cheftrainer. Aber solche Dinge wollte ich nie wieder erleben und wollte ich auch nie meinen Spielern zumuten. Ja? Weil das, sowas finde ich eben halt, ist nicht fair gegenüber jemandem, der sich ordentlich verhält, der vielleicht nicht die sportlichen den sportlichen Wert hat, aber der sich immer korrekt verhält, so geht man mit Spielern nicht um. Und der spielt bei mir immer eine große Rolle dementsprechend, wobei ich auch, das wissen wir, auch Härte zeigen kann, meine Werte und Disziplinen habe, die man einhalten muss im Mannschaftssport. Was ja auch der Job des Trainers ist, ganz klar. Ihr habt aber auch schon Veränderungen angesprochen, taktischer Natur, aber natürlich auch sportlicher, personeller Natur. Beispielshaft habe ich mir jetzt auf mein Zettelchen aufgeschrieben, ist es so, dass Mirko Boland ja zuletzt zum Beispiel durchaus auf der 6 eingesetzt wird. Oder so prinzipiell in einer eher zurückgezogenen Position, als sie ja vielleicht vorher ausgespielt hat. Wie kamst du dieser Idee und seid ihr mit dem Experiment soweit zufrieden? Ist ja auch eine Sache, jetzt komme ich wieder mit meinen Foren, die auch durchaus kontrovers diskutiert wird, sagen wir es vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, wer uns intensiv verfolgt hat in den letzten Jahren, weiß, dass es kein Experiment ist, sondern dass er das schon öfters gespielt hat. Er hat immer mal die Doppel-6 gespielt, beim SV Frankfurt zum Beispiel, damals mit Marc Fitzner auf der Doppel-6 ein Superspiel gemacht. Und ich sehe ihn halt als jemand, der auf dieser Position, auch auf dieser alleinigen Position, auf dieser Sechserposition eben das Spiel antreiben kann, auf seine Art, der eine erste Anspielstation ist, der Dinge auflösen kann, und ich glaube, dass es seine Position wird für die Zukunft, weil er dort einfach auch nochmal eine Persönlichkeit reifen wird. Und dann gibt es Dinge, die ich jetzt hier, wo ich mir schwer tue, öffentlich zu sagen, warum ich ihn von der Außenbahn weggeholt habe, ja, weil das weil es eben Dinge gibt, die mich dazu bewegen, ihn weiter ins Zentrum zu bringen, weil es vielleicht eben auch damit zusammenhängt, dass die physische Voraussetzung, im Zentrum zu spielen und dann auf einer sehr verantwortungsvollen Position zu spielen, ihm besser zurechtkommen als auf der Außenbahn, wo es mittlerweile extrem schnelle Spieler gibt. Okay. Dafür, das wissen wir ja auch, ist Mirko Boland ja auch ein wahres Arbeitstier, der auf der Sechserposition entsprechend aufräumen kann. Das ist ja wenn er die diszipliniert spielt. Und er hat es gegen Sandhausen, hat er sensationell gut gespielt. Das erste Mal alleine auf der 6 zu spielen, also nicht als Experiment, sondern wir haben ihn ja schon auch in der Vorbereitung immer mal wieder auf diesen Positionen spielen lassen. Wir bereiten das auch schon immer auch länger vor, solche Dinge, ja. Hat er das sehr, sehr diszipliniert gespielt. Und auf dieser Position musst du eben halt auch eine große Disziplin haben. Und wenn ihm das gelingt, zukünftig, und das ist halt auch was, was mit zur Entwicklung gehört, wird er auf dieser Position eine ähnliche Rolle spielen, wie zum Beispiel ein Daniel Bayer beim FC Augsburg im 4-1-4-1, der auch nicht der 1,90 Meter Schlags ist, der alles mit dem Kopf wegräumt, sondern der auch eine gewisse Spielintelligenz hat auf dieser Position. Trotzdem ist die Position dort, ja, auch immer mit einem guten Konkurrenzkampf behaftet. Nichtsdestotrotz ist Mirko Boland natürlich auch ein Spieler, beispielsweise Mirko Boland, der als durchaus auch spielstark, technikstark bekannt ist, ne, der ja auch mal das Dribbling nicht scheut. Was viele auch ab und zu vermissen, und das jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern auch schon in den Jahren zuvor, ist, dass wir so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Zehner haben, aber doch jemand, der im Mittelfeld das Spiel lenkt. Du verziehst schon das Gesicht. Ist das ein berechtigtes Anliegen, dass sowas vermisst wird, oder stellen wir uns anders dar? Darius kann das natürlich auch gerne beantworten. Also die Entwicklung des Fußballs hat sich so weit entwickelt, dass man sagen kann, früher war so der Zehner, das war der entscheidende Mann, der hat das Spiel einfach mal gestaltet und Offensivaktionen angeht, war eigentlich der Anspielpunkt, der Mittelpunkt des ganzen Spiels.
im Laufe der Jahre hat sich so entwickelt, dass man sieht, okay, der Sechser oder Doppelsechs, der zentrale Spieler, der ist derjenige, der das Spiel ganz praktisch gestaltet, der ist der wichtigste Mann auf dem Platz. Mittlerweile so geht es ja in diese Richtung, dass die Innenverteidiger das machen. Mhm. Das Spiel beginnt ja halt eben, wissen wir ja alle, eigentlich beim Torwart, der den ersten Ball zum Innenverteidiger spielt. Und die bauen das Spiel eigentlich auf. Also das verschiebt sich das Ganze nach hinten. Und das ist halt eben die Frage der Philosophie des Vereins, des Trainers, ob man unbedingt so einen typischen Spielmacher braucht oder nicht. Ob das nicht auf mehrere Schulter aufgeteilt ist, dass man sagen kann, wir sind unberechenbar. Wir funktionieren gut, wenn der Spieler sich verletzt, sind andere da, die halt eben die Verantwortung übernehmen können. Und bei uns ist es dann scheinbar so, dass wir das auf andere Schultern verteilen. Wo gibt es noch den Zehner heute? Frage in die Runde rein. Es werden mit Sicherheit erstmal alle da sitzen und jetzt überlegen. Wo ist er jetzt? Maradona spielt nicht mehr. Pelé ist auch nicht mehr dabei. Also du wirst schon anfangen zu überlegen. Den gibt es in dieser Form nicht mehr, weil alle damit beschäftigt sind, in die Vorwärtsbewegung mitzuarbeiten und kreativ zu sein. Und ganz wichtig, alle eben halt auch in die Defensive mitarbeiten sollten. Ja? Und der typische Zehner von damals, ja, bitte Marc Arnold jetzt, der ist nicht da, wer wird das verzeihen, der hat halt auch immer Probleme gehabt, ja, weil er eben defensiv nicht so ordentlich gearbeitet hatte. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir jetzt in Ingolstadt in einem 4-2-3-1 spielen, hast du einen Zehner auf dem Platz mit dem Harvard Nielsen. Also, aber dieses Bild des Zehners, das ist nicht mehr das Bild, was man kennt von ganz früher, wie ein Maradona, wie ein Pelé und wie die alle heißen, die unglaubliche Kreativspieler waren. Ein Messi ist auch kein Zehner. Messi ist ein Außenstürmer, ist ein hängender Stürmer, falsche Neuner und was weiß ich, was es da alles gibt. Ja, dieser Zehner, das Bild des Zehners, dieses eleganten Spielers, der jeden Ball ansaugt und dann verteilt und dahin schlägt, gibt es nicht mehr. Naja, in Rote Mühle oder in Großspiel. Nichts. Nichts gegen Rote Mühle. Der TSV Rote Mühle organisiert immer ein ganz hervorragendes Turnier in der Saisonvorbereitung. Das wissen wir alle. Du bist ja auch regelmäßiger Gast da, beziehungsweise wir alle. Wir waren bei den Neuzugängen stehen geblieben und ja, es war auch der Begriff des seichten Umbruchs, den hast du, glaube ich, Thorsten, vorhin erwähnt gehabt, dass wir natürlich einen gewissen Umbruch hinter uns haben und auch Spieler in die Mannschaft jetzt integrieren mussten, die neu dazukamen, andere Spieler ersetzt haben. Kai Voron, ich hatte dich ja als Fan vorhin auch angepriesen. Ingolstadt-Spiel hast du zwar jetzt nicht im Fernsehen gesehen, aber du hast natürlich auch schon einige Spiele trotzdem von der Mannschaft auch im Stadion gesehen. Wie ist deine Meinung über die Neuen? Also ich freue mich erstmal, dass gerade von den Neuen die Möglichkeit überhaupt jetzt in der letzten Zeit bestand, dass sie mal ganze Spiele machen konnten. Und von daher, ich bin Fan von Bakenga, finde ich von der Laufart finde ich das super. Ich glaube, dass der sich noch ganz groß machen wird. Habe ich so das Gefühl, so dieses Antizipieren des Balles, der Laufwege, das Entschlossene nach vorne gehen, finde ich super in der Abwehr. Dekali wird ein Fels und auch mit spielerischen Momenten nach vorne. Und so, das sind sehr positive Erscheinungen, die ich mitkriege, also die ich auch für bemerkenswert halte. Liegt er da richtig mit der Ansicht, also dass Dekali A ein Fels wird und B Bakenga uns halt noch viel Freude machen wird, nicht nur wegen des Antizipieren, sondern auch, weil er wahrscheinlich dann noch ein paar Tore mehr schießt als das eine, was er jetzt bisher getan hat? Also wir können jetzt gerne alle Neuzugänge kurz ansprechen. Ja? Wir haben hinten mit dem Rafa Giegewitz, wie ich finde, ein Torhüter geholt, ja, mit einem gewissen Risiko, ja, einen Torhüter zu holen aus Polen, den wieder keiner kannte, das war schon ein Risiko, wenn man weiß, welche Torhüter-Tradition hier bei der Eintracht herrscht und wie groß der Stellenwert des Torhüters ist. Und ich finde, dass wir einen Torhüter gefunden haben, der eine extrem gute Ausstrahlung hat, der sich in diese Mannschaft wirklich von Tag zu Tag integriert hat wie kein anderer, ja, der gewillt ist, jeden Tag diese Sprache zu lernen. Und er hat bisher gezeigt, dass er nicht fehlerfrei ist, aber dass er ein Torhüter ist, der, denke ich, hier gut angekommen ist. Also da finde ich, erstmal haben wir einen Torhüter gefunden, der bei den Leuten, das ist meines, das kommt bei mir so an,
der die erste positive Erscheinung ist, ja, der seine Sache wirklich richtig gut macht, wo wir denken, wirklich ein Risiko einzugehen, was sich gelohnt hat. Und der ja auch Charakter zeigt, ne, nach der Ingolstadt. Ja, Patzer kann man jetzt nicht direkt sagen, aber er sah zumindest unglücklich aus, hat er ja auch jetzt entsprechend bei Facebook sich da auch sofort selbst... Bei Facebook? Ja, das gefällt mir jetzt nicht. Aber ja, okay. da muss ich mit ihm sprechen. Nein, aber das spricht für ihn, ja, und er kommt bei der Mannschaft an. Ja. Du hast gemerkt, so in den ersten zwei Wochen, ja, dass er eine gewisse Zeit braucht, aber mit dem ersten Testspiel haben wir uns angeguckt, haben wir gesehen, was das für einer ist. Das ist ein Wettkampftorhüter, ja, der immer wieder auch angetrieben wird. Das muss man immer wieder betonen, auch von Marjan Petkovic. Aber die beide, muss man sagen, harmonieren extrem gut. Die Torhüter-Generation davor waren unterschiedliche Charaktere. Also da haben wir jetzt jemanden gefunden, die auch zusammenpassen. Aber er wird angetrieben von Marjan, definitiv. Okay, hätten wir das... Hätten wir das auch geklärt. Nichtsdestotrotz gibt es ja vielleicht auch Spieler, die noch nicht ganz so weit sind wie der Rafał Gikiewicz oder die von Kai Uwe genannten. Gibt es noch ein bisschen Potenzial und wenn ja, bei wem und wie? Was kann man da noch rauskitzeln? Ich war eigentlich schon nicht fertig. Ich wollte ja jeden Neuzugang. Wir haben ja Zeit. Das dauert ja länger. Wenn wir von hinten nach vorne, dann waren wir beim Saulo. Ja? Saulo hat in der Vorbereitung schon gezeigt, dass wir wissen, warum wir ihn geholt haben, dass wir wissen, warum wir ihn auch längerfristig an uns gebunden haben. Ich bin der Meinung, dass er eine Entwicklung nehmen wird, die dem Weg von Ermin Bicakcic ähnelt. Ich glaube sogar, ohne den Druck auf ihn zu erhöhen, dass er sogar ein höheres Potenzial hat als Ermin. Und einen 5-Jahres-Vertrag bei uns unterschrieben hat, also wir noch viel, viel Freude an ihm haben werden. Das ist meine Meinung, aber er wird ähnlich wie Ermin auch in diese Rolle hineinwachsen. Ja? Bis er der Eisen-Ermin ist, wissen wir, dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber da hat Kai-Uwe Rohn das richtig erkannt, er kann eine Säule werden. Ja? Mit Marcel Correa haben wir da, wie ich finde, grundsätzlich eine Viererkette gefunden, die schon auch was darstellt in der Liga. Wir hatten dann mit Vega Hedenstad jemanden dazugeholt, der hier im Pokalspiel mit dem SC Freiburg, fand ich, extrem Nachdruck und Nachhalt bei uns hinterlassen hat, wie er gespielt hat. Ihn zu verpflichten, kurzfristig, ja, war eben halt extrem wichtig, weil wir mit Omar El Abdelawi einen Spieler verloren haben, der jetzt bei Olympiakos Piräus in der Champions League für Furore sorgt. War extrem wichtig, den zu finden, ja, und dieses Potenzial auch zu finden. Da bin ich auch der Meinung, ja, dass wir jemanden gefunden haben, der eben verschiedene Positionen hinten rechts, wie hinten links spielen kann, aber auch jetzt, das hat er gezeigt, auch vorne rechts, der eigentlich der typische Verteidiger in dem Sinn ist und vielleicht auch sogar im Verteidigungsverhalten besser ist als Omar El Abdelawi. Also da haben wir einen fantastischen Jungen, auch charakterlich wie jeden Einzelnen, wirklich dazu bekommen. Extrem, extrem gut. Aber auch da ist es so, dass er eben mit einer Vorgeschichte kam, dass er längere Zeit nicht gespielt hat. Diesen Rhythmus zu finden und diesen Rhythmus zu bleiben, das ist jetzt die große Kunst, die wir zusammen eingehen wollen. Und was dann nach der Saison passiert, das wissen wir alle nicht. Ja? Aber er fühlt sich extrem wohl. Und da haben wir einen A-Nationalspieler Norwegens, der, wenn er fit ist, mit Sicherheit auch den Platz von Omar streitig machen wird in der A-Nationalmannschaft. Also einen guten Jungen. Hendrik Zug hat eine ähnliche Situation auch gehabt, dass er lange Zeit in Freiburg eben den Ansprüchen von Christian Streich nicht nachkommen konnte, taktischer Natur auch. Aber bei uns hat er das, zeigt er immer wieder auch das, was er in Kaiserslautern phasenweise gemacht hat, dass er Torgefahr, eben aber auch in der Torvorbereitung seine Stärke hat. Er hat eine sehr gute Schnelligkeit, der die linke Bahn eben halt auch sehr dynamisch spielen kann, aber auch noch ein Stück weit schwanken ist. Aber das ist immer unser Thema, dass wir Spieler haben, die wir eben halt auch immer peu à peu entwickeln wollen, so wie wir es bisher jetzt mit jedem gemacht haben. Bei dem einen gelingt es mal besser, bei dem anderen gelingt es mal weniger besser. Mushaga Bakenga, bei ihm ist es auch so, positiver Typ, ein Junge, der,
der eben halt auch dieses Tor gebraucht hat, um hier richtig anzukommen. Ja? Und der auch eine Situation mitgebracht hatte, eben nie so richtig eine Heimat gefunden zu haben. Ja? Als großes Talent zum FC Brügge zu gehen, ausgeliehen zu werden, dann nach Dänemark, dann jetzt hier zu uns zu kommen und eine Heimat zu finden, das ist bei ihm ganz wichtig. Wenn er die findet, und ich glaube, diese Heimat wollen wir ihm eben halt auch geben, ja? Wenn die Entwicklung auch passt bei ihm, dann ist es ein Junge, bei dem er den Grund erkennen kann, warum der FC Brügge damals 2,3 Millionen bezahlt hat als 19-Jähriger. Ja? Das ist schon eine Nummer. Und er ist jemand, der eben halt auch mit diesen Ansprüchen, mit der Trainingsumstellung, die wir haben, diese Trainingsintensität, die schon anders ist als eben, ohne jetzt despektierlich zu sein, in Dänemark oder dann bei Cercle Brügge, wo er dann war. Und das wissen die Spieler selbst auch, aber die kommen. Und da haben wir auch einen guten Fang gemacht, ja, die in der Entwicklung sich zeigen werden. Und habe ich jetzt einen vergessen? Eine Personalie wäre natürlich noch der Koreaner Ryu. Ryu? Der Ryu ist, ja, ein ganz besonderer Fall ist. Ne? Ja, Ryu ist so, dass er fußballerisch ist das hier der Zehner, ja, der Zungenschnalzer. Das ist er definitiv. Aber wir wussten auch von vornherein, dass er erstmal eine Situation halt hier hat, dass wir quantitativ den Kader, wenn noch was passieren sollte, wir jemanden da haben, der diese spielerische und diese Qualität auffangen kann, die ihn Jan Hochscheid dann mit seiner Verletzung leider hinterlässt. Aber wir wissen auch, dass dieses Risiko sind wir bewusst eingegangen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns das bis zum Winter an. Also es ist letztendlich kein Risiko, sondern es ist eine Situation, wo wir sehen, okay, was bringt diese ganze Situation halt auch mit, ja, dass es ein sprachliches Problem da ist, das aber auf dem Platz immer besser wird. Ja. Und das ist eine zeitliche Situation, aber quantitativ wertet er den Kader extrem gut auf. Und dann gibt es halt Momente, die eben mal besser passen oder nicht. In Leipzig war es so, hätte er das Tor gemacht, hätten wir wahrscheinlich alle in den Himmel gehoben. So war es, dass er aus taktischen Gründen eben, und nicht aus Leistungsgründen, sondern aus taktischen Gründen, weil wir dann auf den 4-3-1-2 umgestellt haben, er dann leider nach ein paar Minuten, 35 waren es glaube ich, dann vom Platz musste. Aber, also was jetzt vielleicht manchmal so rüberkäme, weil er jetzt ja zuletzt auch nicht mehr im Kader oder in der Aufstellung stand, dass jetzt nach dem Motto, naja gut, der ist ja eh nur bis Dezember ausgeliehen und dann das Kapitel ist quasi jetzt schon abgeschlossen, das ist überhaupt nicht falsch, das ist ein Trugschluss. Nein, das spielt bei mir kein Thema. Ja? Ich bin der traurigste Mensch übrigens, dass wir diesen Jungen nicht noch mehr und schneller integrieren können, weil es einfach ein Zungenschnalzer ist. Wenn du den siehst, auf dem Platz ist das unglaublich, was er für Fähigkeiten hat. Training und Spiel sind dann zwei verschiedene Schuhe, das ist das eine. Aber ich bin bei ihm nicht so, dass wir sagen, okay, was schauen wir mal, Winter ist fertig, sondern wir lassen das alles offen. Und diese Möglichkeit haben wir alle bei dieser Situation. Und deswegen bin ich da ganz entspannt. Und ich spreche eben halt auch dann insgesamt für diesen Konkurrenzkampf im Kader. Und das sage ich halt, jeder hat bei mir die Möglichkeit, sich über das Training dann auch anzubieten. Generell ist es ja aber auch so, dass viele Spieler, gerade von den genannten, also ein Hedestad auf jeden Fall, ein Bakenga und ein Zug mit Optionen, sind allerdings leider nur ausgeliehen. Eine Sache, die natürlich auch erstmal ja, für Bedenken sorgt, weil wir ja gerade im Braunschweig auf starke Integration setzen der Spieler und ihnen eine Heimat bieten wollen, du hast es selbst gesagt. Und dann sind sie aber unter Umständen nach einem Jahr wieder weg. Könnte sein, muss nicht. Das ist ja das, was wir nicht absehen können. Ja? Es bestehen Kaufoptionen, bei einem Vega Hedenstad besteht es nicht, aber auf einen Hendrik Zug und auf einen Mushaga Bakenga bestehen eben Kaufoptionen. So. Und das ist eine Möglichkeit, eben die Jungs so zu sehen. Was wir sehen können, ist, dass sie sich unheimlich wohlfühlen und dass wir bisher mit diesen Leistungen, die sie bringen und diese Entwicklung, die sie bringen können, sagen können, ja, das ist durchaus möglich, dass wir die Jungs eben länger bei uns dann binden. Ja. Also die Laie nicht als Hürde, sondern als Chance im Grunde zu sehen. Ja, für alle. Ja. Für alle. So sehen wir das. Ja. Und beim Vega, ja, wenn du den Jungen siehst und kennst und weißt, wie er spielen kann, welches Potenzial er hat, dann ist es ganz normal, dass der SC Freiburg uns hilft, ja, in dem Fall, dass er ihn an uns ausleiht, aber auch ganz genau weiß, wenn der Junge durchstartet, hat er natürlich ein Potenzial, was dann für die erste Liga dann mehr als reicht. So, und beides wollen wir unter einen Hut bringen, dass wir eben erfolgreich sind und den Jungen
und der Junge uns dabei hilft. Und da ist eben so Qualität, ja, ist ganz schwierig zu bekommen, aber sie entscheiden sich für uns, ähnlich wie damals ein Harvard Nielsen. Im Winter ein Harvard Nielsen zu bekommen, zu begeistern für einen Tabellenletzten, das ist eine hohe Kunst und der Junge hat sich trotzdem für uns entschieden. Und da haben wir auch gesagt, wir machen es 2 Jahre, was nützt es uns, wenn wir jetzt absteigen sollten, dass er dann geht, ja, also da auch mit Weitsicht. Und das sollen wir jetzt eben halt auch gucken, dass der Junge uns dieses Jahr noch mehr Erfolg bringt. Dann wissen wir nie, was nach der Saison alles passiert und kommt. Und Fakt ist auch, dass wir Platz haben und Möglichkeiten haben jetzt, nachdem auch im Nachwuchsleistungszentrum jetzt wirklich sehr, sehr viele Spieler auch nachkommen, die Qualität haben, dadurch auch die Möglichkeit geben, eben Plätze vielleicht zu besetzen, die wir vielleicht mit anderen dann zugemacht hätten, weil er einen längerfristigen Vertrag hat und dem der Qualität eben dann vielleicht nicht nachkommt. Genau, zum Nachwuchsleistungszentrum kommen wir sicherlich auch gleich nochmal. Nichtsdestotrotz habt ihr ja gesagt, es ist ja durchaus halt eine Überzeugungsarbeit dahinter, so einen Spieler hier zu belonken und sie hierher zu bekommen und dann fühlen die sich ja auch noch scheinbar recht wohl. Darius Scholtisek, wenn so ein Neuzugang hier reinkommt, den integriert ihr natürlich übers Team, aber sicherlich auch noch mit ein paar speziellen Methoden. Muss er so Rituale absolvieren? Man hört ja bei der Nationalmannschaft immer, dass gesungen werden muss oder sowas. Wie geht er mit so einem Neuen um, wenn der hier ankommt? Ja, wir haben ja eine Kleinigkeit für die neuen Spieler vorbereitet. Das heißt, wenn wir im Trainingslager sind, gerade in der Vorbereitungsphase, muss halt eben jeder Spieler dann vor der ganzen Truppe ja, kurz einen Auftritt, das heißt ein Gedicht, irgendwie ein Lied singen, irgendwas aufsagen, was Lustiges, irgendwie akrobatische Übungen oder wie auch immer. Das, was sie sich halt immer einfallen lassen, um die ja, ganze Truppe zu belustigen und sich halt eben mal den Einstand mal zu verdienen. Als der Marc Fitzner ja besonders gut, der das nie nötig hatte. Nee, gut, alles klar, dann wäre die Frage nach Ritualen in Anführungszeichen auch noch geklärt. Ja, klasse. Nichtsdestotrotz blicken wir jetzt mal, wir sind jetzt ja im Jahr nach der Bundesliga vielleicht auch einen kleinen Moment zurück. Wir hatten es ja schon gesagt, dass die Bundesliga natürlich auch viel geprägt hat und viel möglich gemacht hat. Wir haben natürlich mit Caio Verona auch jetzt heute jemand hier, der den Verein schon lange begleitet und ja auch euch natürlich dann mitbegleitet hat, vielleicht in administrativer Art. Wann war für dich denn klar, dass der Weg hier der richtige ist? War das von vornherein klar oder wie war klar, dass das hier vielleicht wirklich mal in der Bundesliga mündet und dass das nicht nur Geschwätz ist? Also erstmal würde ich das nicht so hochstellen, was ich jetzt da gemacht habe. Okay. Ich habe wirklich methodisch, strategisch im Hintergrund mit den Funktionsträgern, auch mit Marc und mit Olli Vogt gearbeitet. Im Prinzip habe ich das gemacht, was ein Trainer von außen versucht, nehmt die Köpfe hoch und guckt nicht auf das ganz Aktuelle, sondern guckt ein bisschen weiter, ein bisschen längerfristig. So, da konnte ich vielleicht ein bisschen was mit dazu beitragen. Zu deiner Frage, wenn man jetzt nochmal überlegt, wie die Saison war und wir waren gerade erst aufgestiegen, also wir waren noch im Aufstiegstaumel, ich weiß noch, wie wir in München waren und aus der dritten in die zweite aufgestiegen waren und dann ging es weiter. Für mich war das so, dass ich dann auch eine Distanz habe als Fan, weil ich an irgendwelchen Entwicklungen mit teilhabe, dass ich an so einen strategischen Weg glaube. Also, dass es dann letztendlich egal war, ob man im Jahr des Aufstiegs vielleicht unter den ersten 5 ist, für mich war klar, dass es weitergeht. Und so ist es auch jetzt. Also, dass wir vielleicht irgendwo im Mittelfeld landen, fände ich nicht schlimm. Ich würde es immer fordern, weiter nach vorne zu gehen. Aber ich würde das Langfristige sehen. Und auch da nochmal Stichwort Nachwuchsleistungszentrum. Was du gesagt hast, ich war gestern dort und habe mit Oliver Heine gesprochen, dieses Thema Leitbild, an dem auch das Nachwuchsleistungszentrum arbeitet. Auch da finde ich wieder, dass hervorragende Arbeit gemacht wird, die nicht unbedingt immer in der Presse landet. Aber man sieht, dass für die einzelnen Spielalter bestimmte Ziele entwickelt werden, wie dort gearbeitet wird, dass individuell mit den Spielern gearbeitet wird, nicht Prinzipien vielleicht woanders, wo man sagt, man will jetzt jeden Jahrgang auf ein bestimmtes Level heben, sondern es wird auch mit jedem einzelnen Spieler wirklich selbst intensiv gearbeitet in der Woche. Und da kriegt man einfach das Gefühl, dass Strategie natürlich einen Erfolg hat, wenn ich sage, ich möchte irgendwo hin, irgendwann. Ich kann nicht genau sagen, wann das ist, aber dieser Weg, der ist eigentlich nicht aufzuhalten. Also bist du auch fest davon überzeugt, dass, wenn man jetzt quasi dich wieder auf den Nullpunkt zurücksetzen würde und dann mal ein bisschen in die Zukunft blicken, dass das, was wir in den letzten 5 Jahren erlebt haben, sich hier durchaus wiederholen wird? Ja, in welchen Zyklen, das ist was anderes, aber ich glaube, Thorsten hat irgendwann mal gesagt, dass er gerne den Verein unter den ersten 20, 25 in Deutschland sehen möchte. Und das würde ich so für mich für die nächsten 5 Jahre als Ziel sehen. Und das kann
25. sein, das kann auch 7. sein. Ja. Müsste ich mitklatschen. Kai Oberon, du hast dich ja nicht nur im letzten Jahr, du hast dich ja nicht nur vor der Bundesliga mit der Entwicklung des Vereins beschäftigt, sondern jetzt nochmal rückblickend für dich die Bundesliga zusammen mit Malte Schumacher in ein Buch gefasst. Da sind wir natürlich nicht nur gespannt, was da drin steht, sondern wie ich mir habe sagen lassen, stehen da ganz besondere Erlebnisse und Anekdoten drin, die sicherlich jeder hier im Saal so miterlebt hat. Eine steht vielleicht exemplarisch dafür, für das, was wir vorhin angesprochen haben, wie man vielleicht nochmal neue Methoden entwickeln kann. Die hat nämlich auch so einen kleinen Knick in Anführungszeichen in der Hinrunde der ersten Liga. Willst du uns da mal vielleicht was vorlesen? Was heißt, willst du, du wirst es wollen? Das haben wir so abgesprochen, aber ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, ich werde es jetzt hemmungslos ausnutzen. Ich habe gesagt, jetzt die nächste Stunde gehört mir und jetzt geht's los. Also es gab da so eine Woche des Grübelns und das Ganze sind halt immer Spieltagserlebnisse. Für jeden Spieltag habe ich einen Text gemacht und Malte Schumacher genauso und das haben wir zu einem Buch zusammengeführt. Und dieses hier ist geschrieben zum 8. Spieltag, viele wissen das, Wolfsburg versus Eintracht Braunschweig in Wolfsburg. Die Überschrift, für mich immer in Headlines gedacht, jetzt kann ich endlich wieder in Ruhe ein Fußballspiel genießen, weil ich muss nicht überlegen, wie die Überschrift oder die Geschichte sein muss. Jetzt 1000 Lösungen. Eine dieser Lösungen ist eine feine Fanaktion. Die Fankneipe Spektrum chartert das Motorschiff MS Präsident für die Fahrt auf dem Mittellandkanal von Braunschweig nach Wolfsburg für 290 Fans. Abfahrt 9 Uhr, Ankunft in Wolfsburg 13.10 Uhr. Dann kommt jetzt viel Text, das lasse ich mal weg. Um auf diese Woche des Grübels nochmal einzugehen, am Freitag vor dem Spiel gegen 11 Uhr treffe ich Thorsten Lieberknecht am neuen Eintracht-Kubus an der Hamburger Straße. Er ist auf dem Weg zur Pressekonferenz. Wir begrüßen uns und Thorsten fragt mich, und, was sagst du? Bezogen auf die Woche des Grübels. Meine Antwort, alles in Ordnung. Und ich meine das auch so. Thorsten darauf, das ist es, das ist es. Das sagen alle, wir müssen den Verein aber weiter verändern, weiter neu erfinden, ins nächste Level kommen. Wir verabreden uns. Und die Körpersprache von Thorsten hatte nichts mehr mit Grübeln zu tun. Da sprach einer, der einen Weg hat und diesen auch bis in die letzte Konsequenz gehen will. 1000 Lösungen und mehr hat er, wie er an dem Freitag in die Kamera erzählt. Mehr müsst ihr nachlesen. Und dass das mit den 1000 Lösungen ja auch hervorragend geklappt hat, hat man ja an dem 2-0-Sieg dann auch gesehen. Das war unser erster Sieg in der Saison und sicherlich einer, der vielen hier noch in Erinnerung ist, im Gedächtnis ist. Genau. Ist das so ein Moment? Waren gar nicht so viele. Ist das so ein Moment, der noch in Erinnerung ist? Oder gibt es so noch andere Szenen, die euch so wirklich, euch beiden natürlich irgendwie noch ganz prägnant aus der ersten Liga in Erinnerung sind? Ja, einige. Also das jetzt das erste Spiel war hier nach 28 Jahren wieder, die Stimmung hier im Stadion, die Choreografie, all das, was dazugehört, das ist, bleibt fest in Erinnerung, ja, und ist ein Teil jetzt einer Geschichte dieses Vereins und natürlich dann halt auch Spiele, das ist doch auch klar, die du hättest gewinnen können, wie in Nürnberg, ja, wo du ein unfassbares Spiel ja gesehen hast, ja, für uns alle auch, ja, wo du dann Anekdote, ja, du gehst zum Platz raus, ja, das ist so, wenn man es mir erzählen darf, du gehst zum Platz raus und sagst den Jungs sofort wieder da sein, ja, und dann siehst du, kommt Peckert rein, du weißt ganz genau, da kommen jetzt, weil das auch in ihrer Vorbereitung auch schon öfteren und der Verbege dann auch schon war, dass dann lange Bälle gespielt werden, dann holst du nochmal Mirko Boland her und sagst ihm, pass auf, beim Anstoßen, wenn ein langer Ball kommt, spiel auf den zweiten Ball, guck, dass er den gleich wegbekommt, ja. Sonst, ja, und dann was passiert, kommt ein langer Ball, spielt am zweiten Ball und Kiyotage macht einen rein. Dann gucken sich alle Spiele an. Ja, also erspar uns die Details. Wir hatten es gesagt. Aber das, der, und jetzt bist du wieder bei der Psychologie, ja, beim Trainer. Was sagst du alles und was tritt auf einmal ein? Und jetzt tritt es ein, die Spieler gucken dich an und denken, scheiße, jetzt hat es ja wirklich, was ist jetzt los, ja? Also du ahnst die Dinge voraus und dann hast du trotzdem ein Spiel, was natürlich unvergessen bleibt, ja? Weil das
das wäre das zweite Spiel in Folge gewesen, eben, wo du einen richtigen Punch hättest machen können. Aber die Kunst, und das bleibt mir halt in Erinnerung auch, ja, eine Mannschaft, die immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen hat, wir alle auch, aber die Mannschaft ganz speziell, die sich immer wieder hat aus diesen Dingen rausgezogen und bis zum Schluss auch, ja, auch wenn die letzten 5 Spiele eben nicht diesen einen Sieg gebracht haben, aber sich immer wieder aus diesem Tief rausholen, wieder neu zu orientieren, wieder zu motivieren, das ist das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass diese Mannschaft dazu fähig war, das zu leisten. Mit der Unterstützung, und das muss man auch sagen, also das Hannover-Spiel hier oder egal, was du hier an Unterstützung hattest, das bleibt definitiv haften und gibt viel Kraft, auch in den Momenten jetzt, in so einer Situation wie jetzt. Das ist eigentlich ist das momentan, ja, das ist schon Mickey Maus gerade eben. Das ist nicht nur, das ist nicht nur eine wahre Worte, das ist auch eine perfekte Überleitung. Du könntest meinen Moderatorjob machen. Stichwort Fans nämlich, wir haben natürlich auch Fans hier im Saal. Ich denke mal, jeder Zuschauer ist sowieso Fan, aber auch Fans, die Fragen haben. Den Fragen Elva haben wir nämlich in dieser Löwenrunde mal ein bisschen umgearbeitet und haben deswegen uns überlegt, wir lassen die Fans auch einfach mal direkt Fragen stellen. Ich sehe zwei charmante, nette Mädchen, die sich schon die ganze Zeit freuen, endlich mal ihre Fragen loszuwerden an unsere drei Gäste. Ich weiß jetzt leider nicht, wie ihr heißt, aber sagt doch einfach mal kurz, wie ihr heißt und stellt eure Frage an unser Publikum. Ihr habt das Wort. Also ich bin Amy. Und ich bin Denise. Und was bedeutet ihn? Eintracht Braunschweig. Mir. Oh, ich die das beiden. Fragt ihr mich wirklich? Das war schon die Antwort. Vielleicht. Nein, es ist sehr viel. Hat Darius Scholtisek vielleicht noch ein plastischeres Wort als sehr viel? Einmal Löwe, immer Löwe. Ja, sehr schön. Darauf gewartet. Klasse. Seid ihr damit zufrieden, Mädels? Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt, was die nächste Frage macht. Hallo Eve hier erstmal. Mein Name ist Sürm. Die Frage geht an Thorsten. Wo siehst du Eintracht am Ende der Saison? Und weil du mich vorhin neugierig gemacht hast, in 4 Jahren. In 4 Jahren? Ja, in 4 Jahren. Du wolltest vorhin nicht verraten, was dich... Ja, das, da ändert sich ja nichts. Da will ich ja nichts jetzt verraten. Komm, unter uns Männern. Wir sind ja zu zweit. Ja, klar. Nein, ich bin felsenfest davon überzeugt, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dass wir eine Entwicklung nehmen werden, ja, die, ja, wo dann viele im Nachgang sagen werden, das hätten wir nicht erwartet. So, und wo das enden wird, das werden wir sehen. Aber ich bin von dieser Mannschaft brutalst überzeugt und von jedem einzelnen Spieler brutal überzeugt. Und wir werden sehen, aber ich glaube, dass wir alle erfreut sein werden. Alles klar. Ja, hallo lieber Thorsten, ich bin Markus. Hallo lieber Markus. Hervorragend. Hallo lieber Darius. Nee, mich würde einfach mal interessieren, was haltet ihr als Trainerteam vom Produkt Red Bull Leipzig? Also ich muss erstmal sehen, dass er ein Trainerkollege ist, der fantastische Arbeit macht. Ja, und du kannst natürlich immer auch kontrovers darüber diskutieren, dass du sagst, da sind finanzielle Möglichkeiten da, die andere Vereine in der Form vielleicht nicht haben, aber auch vielleicht selbst verschuldet eben diese Möglichkeiten irgendwann mal vielleicht nicht erkannt haben. Das ist eine. Aber für mich geht es nur um das rein Sportliche. Und wenn ich das rein Sportliche bewerte, ja, und das ist meine Aufgabe, sehe ich einen Trainer dort, der langfristig jetzt was aufgebaut hat, der langfristig eine Mannschaft zusammen hat und aufgebaut hat, ähnlich wie wir auch, die jetzt in der dritten Liga lange zusammengespielt hat, und zwar mit der komplett selben Mannschaft, die jetzt auch spielt. Und das ist für mich erstmal sportlich eine herausragende Situation, die ein Trainer dort bewältigt. Ja. Dass man unterschiedliche Meinung sein kann, was den Verein angeht und wie die Strukturen sind, wie Strukturen wachsen, da bin ich auch eher Fan von Rockmusik als von Free Jazz.
von guter alter Rockmusik. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Vergleich, der bei dir sogar zutrifft. Alles klar, ich denke mal, damit die Frage auch beantwortet. Noch ein Vierter da stehend, ja? Ja, schönen guten Abend erstmal. Mein Name ist Erik Barke, ich bin Herausgeber des Abseitsmagazins oder Mitherausgeber des Abseitsmagazins, in erster Linie aber auch Fan. Und ich finde, bei den strategischen Ausrichtungen, über die heute schon gesprochen wurde, finde ich vor allen Dingen den Punkt Nachwuchsleistungszentrum extrem spannend. Und es klang ja vorhin schon an, es gibt immer wieder Jungs und gerade auch jetzt aktuell gibt es Jungs, gute Jungs, die danach kommen und die Plätze im Kader besetzen könnten. Mich würde interessieren, wie geht man bei der Kaderplanung in die Saison? Hat man von vornherein schon im Hinterkopf, die zwei oder drei Jungs könnten das dieses Jahr schaffen und wir lassen einfach nochmal die Plätze frei? Oder ist man dann so, dass man sagt, okay, die kommen jetzt nach und wir besetzen den Kader dann halt mit zwei, drei Leuten mehr? Ne, Fakt ist, dass wir halt strategisch und ausgerichtet sind und strategisch halt auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum zusammenarbeiten und jetzt erkennen, dass in den letzten zwei, drei Jahren, ja, diese Arbeit der Trainer, die dort alle, und das muss man sagen, alle Trainer, die dort sind, machen unglaublich gute Arbeit, fantastische Arbeit und das sind die wichtigsten Leute momentan, dass überhaupt so Jungs nachkommen, wie ein Julius Düger jetzt, der mal reingeschnuppert hat, Erik Holtmann von der U23, Eros Dacay, Niko Kiewski, der einen Weg hier gefunden hat, also 19 Nationalspieler von Osnabrück. Aber für die Jungs gilt es halt eben, sich auch peu à peu zu entwickeln. Und diese Entwicklung haben wir im Hinterkopf. Ja? Und dementsprechend gehen wir halt strategisch vor. Das heißt nicht, dass wir die Jungs direkt einplanen, ja, aber wir planen sie strategisch dann vielleicht ab Winter vermehrt ein. Ja? Und bei uns ist es so, wir haben auch die Situation, dass wir einen Förderkader haben, wo wir immer wieder auch mal so Spiele einstreuen, um diese Jungs dann halt auch spieltechnisch zu sehen. Aber es wird immer so sein, dass die Tür, bedingt dadurch, dass eben jetzt halt auch wirklich Jungs nachkommen, sehr offen ist und dann auch die Tür eventuell da ist, vertraglich gebunden zu werden. Und da sind ja auch schon einige Namen gefallen, die sicherlich, wer den Nachwuchsbereich verfolgt, auch sehr vielversprechend sind. Nicht nur die, es sind noch viele andere. By the way, in dem Zusammenhang, Kai-Uwe Rohn hat heute einen guten Platz, weil auf diesem Platz saß vor einem halben Jahr in unserer letzten Ausgabe noch Karim Bellarabi. Mittlerweile sein Werdegang bekannt ist, Nationalspieler. Auch da kann man klatschen, genau. Ist ja schließlich jemand, der nicht zuletzt durch unsere Eintracht auch groß geworden ist. Habt ihr schon Kontakt gehabt, gratuliert oder ist er im Moment zu beschäftigt? Nee, gar nicht. Ich habe eine SMS geschrieben, habe ihm gratuliert, weil das natürlich mich wahnsinnig freut für ihn und das eine herausragende Leistung ist. Ja. Und dass er zu dieser Leistung fähig ist, das wussten wir alle. Wir wussten allerdings auch, dass er eben halt sehr, sehr lange verletzt war. Und ich glaube, dass dieses Jahr hier, und das war ja auch die Absicht, dass wir beides unter einen Hut bringen, einen Spieler auf der einen Art wieder auf diesen Level zu bringen und auf der anderen Seite dann aber auch unser Ziel zu erreichen, was wir unbedingt auch erreichen wollten, nämlich in der ersten Liga zu bleiben, beides unter einen Hut zu bringen. Aber dieses Jahr bei uns, ja, mit den Höhen und Tiefen, er war bei uns auch immer wieder von Verletzungen dann geplagt, hat ihm extrem geholfen, jetzt in Leverkusen dann zu diesen Top-Leistungen zu kommen. Und deswegen freut mich das und ich glaube, dass ein Stück weit eben halt auch Blau-Gelb da dabei ist. Und Kai-Uwe, genau, klatschen ist durchaus mehr als erlaubt. Und wir sind uns auch sicher, dass Kai-Uwe Rohn der nächste Nationalspieler dann aus Braunschweig wird durch den Platz. Brauchst du keine Stellung zu nehmen, ist super. Bleiben wir trotzdem noch mal kurz in der Zukunft. Wir sind mit der Sendung ja auch schon fast am Ende und dann blicken wir doch noch mal kurz voraus. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der Vertrag von Darius Scholdisek läuft bis 2015. Richtig. Der von Thorsten Lieberknecht bis 2017. Reizt es den Darius Scholdisek vielleicht doch noch mal eine eigene Mannschaft zu trainieren und der eigene Herr zu sein oder wird da demnächst auch Vertragsverlängerung ins Haus stehen? Ich glaube, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis das gelöst ist. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort können wir vielleicht dann nochmal direkt anschließen. Das ist vielleicht aber auch ganz interessant, ist vielleicht vorhin so ein bisschen zu kurz gekommen. Es ist ja schon erstaunlich, dass kaum nachdem du diesen Trainerposten, der ja durchaus alles andere als sicher damals war, 2008, so vakant übernommen hast, nach der Krisenzeit oder wirklich hochspannenden Zeit, hat Darius Scholdisek sich ja sofort dazugesellt. Er wurde ja auch noch direkt im Mai quasi dazu an deine Seite gestellt. Wie kam es dazu?
War das sofort die erste Idee, wenn ich jetzt hier Cheftrainer wäre, hole ich mir den Darius dazu? Oder ergab sich das zufällig? Wann habt ihr euch kennengelernt? Wie kam das, dass es seitdem so gut harmoniert? Ja, das war sofort die Idee, das muss ich sagen, weil es einfach die Situation war, dass ich Darius kennengelernt habe als B-Jugendtrainer damals, wie er gearbeitet hat und vor allen Dingen in dieser kurzen Zeit als Interimstrainer bzw. als Co-Trainer unter Willi Kronhardt in diesem besagten Jahr. Und in der Zeit, in diesen 2 Wochen waren es, ja, hat er extrem beeindruckt, wie ich fand, ja, mit seiner Art, wie er eben auch das Training gestaltet hat. Es ist extrem viel Routine drin, er ist jahrelang Co-Trainer gewesen und das hast du gemerkt. Und er war für mich die erste Ansprechperson, als es darum ging zu sagen, okay, wer könnte Co-Trainer werden. Und ich bin froh, dass der damalige Meister in Wolfsburg, der Manager und Trainer war, Felix Magath, ihm das abgenommen hat, dass sein Herz blau-gelb schlägt und er dann über Nacht hier dann bei uns war. Ja, und nicht zuletzt in dieser sportlich, wie gesagt, auch alles andere als sicheren Situation auch umso ein größeres Zeichen, sich dann damals für Eintracht und nicht für den VfL Wolfsburg zu entscheiden, das natürlich noch am Rande. Bliebe natürlich noch die Frage, Kai-Uwe Rohn, wir haben uns jetzt ja die ganze Zeit dich immer schon als Fan hier quasi reingezogen. Was ist denn dein Votum, wo landen wir am Saisonende? Ja, vielleicht noch nicht ganz bei den ersten 25, vielleicht noch so zwischen 25 und 30. Auf bundesdeutscher Sicht gesehen, alles klar. Eine Sache, die ihr unterschreibt, oder was denkt ihr? Das war mir zu intellektuell. Nein, also nur eine persönliche Prognose gibt dann. Nein, noch nicht. Ich bin überzeugt davon, dass wir hier wieder jetzt was entstehen lassen können, was uns alle jetzt momentan vielleicht noch so ein bisschen grübeln lässt, aber wir haben damals 2008 gegrübelt und wir sind dabei, jetzt eben wieder was Neues zu entfachen. So, und dann ist es eben halt so, dass es mal Ausschläge gibt. Ja. Fakt ist auch, Fußball ist ein Ergebnisspiel. Ja. Wir sind mit Sicherheit auch nicht zufrieden, dass wir verlieren und dann diese Ausschläge immer haben. Aber das ist jetzt einfach die große Kunst. Und mein Wunsch ist es eben, dass man weiterhin das uns zurückgibt, was wir bisher immer spüren, eine wahnsinnige Unterstützung, weil das braucht diese Mannschaft. Und ich lege oft für meine Mannschaft die Hand ins Feuer, aber da ist es eben halt auch so, dass ich weiß, die sind wirklich mit Herzen dabei. Und was willst du als Fan mehr? Zu wissen, dass du ordentliche Fußballer hast, die aber eins vor allen Dingen mitbringen, die bringen Leidenschaft mit für einen Verein. Und jeder Einzelne, der da ist, bringt es. Es wäre ja im Grunde schon ein Schlussfazit, wenn ich nicht hier eine Frage dann doch noch auf meinem Zettel stehen hätte und die musst du mir jetzt leider beantworten, so leid es mir tut. Ich sehe es gerade, es passt gut. Im Hintergrund war gerade die Einblendung von dir und Jürgen Klopp vom Spiel, glaube ich, dieses Jahr gegeneinander. Ist ja ein alter Freund aus Mainzer Zeiten. Jürgen Klopp stand ja neulich, oder bekannter, du guckst. Jürgen Klopp stand ja neulich in der Kritik in den Medien, weil er, oder nicht in den Medien in der Kritik, aber er hat ja nun bei diesem unsäglichen Champions-League-Spiel gegen Arsenal der unsäglichen Pflicht nicht Genüge getan und keinen Anzug getragen, was in der Champions League wohl scheinbar neuerdings Pflicht ist. Ich habe es auch nur am Rande gesehen, ist eine ganz katastrophale Sache. Frage an dich aber, wann sehen wir dich denn eigentlich mal im Anzug an der Außenlinie? Jetzt hätte ich ja fast meinen Traum verraten. Also Thorsten, die war gleich beim Boden ständig. In der Champions League. Wer hat es gerufen jetzt? Wer ist so? Okay. Aber es ist schön, wir sind alle auf dem Boden geblieben, ne? Ich wollte gerade sagen, alle auf dem Boden geblieben. Jetzt haben wir mit der Sendung ja das erreicht, was wir wollten. Nee, klasse, okay. Besser hätte man es, glaube ich, auch wirklich jetzt nicht beenden können. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei unseren 3 Gästen, dass ihr heute hier wart, euch die Zeit genommen habt für diese ja, wirklich ausführlichen Erzählungen. Einige Anekdoten, die sicherlich auch unseren Gästen hier und denen, die es dann bei YouTube sehen werden, noch neu waren. Wir können nur hoffen und sind uns auch fest überzeugt, dass es nicht die letzte Runde in dieser Form war. Wir plaudern gerne und dann auch gerne wieder, wenn wir dann in den ersten 30 sind und oben angreifen und dann auch gerne wieder über weitere Ziele, zum Beispiel den Europapokal, ich will hier nichts anstimmen, reicht. Der Abend war gut, die Theke hat geöffnet. Danke an Thorsten Lieberknecht, ja. Danke an Darius Scholtysek, Kai-Uwe Rohn. Also, und jetzt
Jetzt hast du doch noch das letzte Wort. Nein, normalerweise soll dir das letzte Wort sein. Du darfst dann auch nochmal Tschüss sagen. Also ich habe das ja immer mal so verfolgt hier, das Ganze, ist ja auch klar. Ja. Und jetzt hier heute Abend da zu sein, das so live mitzuerleben, ich muss sagen, ist eine super, super Idee, super Format, weil es einfach auch die Eintracht zeigt, wie sie lebt und lebt. Und deswegen, ja, Glückwunsch an euch jetzt zur 5. Sendung. Ja. Und ja, in 5 Jahren vielleicht gerne wieder. Dann aber nicht. Zur 25. Dann, alles klar. Ja, bleibt Tschüss zu sagen. Auch nicht vergessen, Kai-Uwe Hohns Buch lohnt sich. Die Bundesliga nochmal in Rekapitulation. Wir geben ab. Tschüss und bis bald.